Alter, was geht ab, Leutonge? Es ist wieder Montag, das heißt Max Out Monday. Mein Lieblingsmoment, mein Lieblingsvideo für die ganze Woche. Das ist immer so ein kleiner Boost, Moralboost, Push am Anfang der Woche, damit man voller Energie in die Woche startet. Und ihr wisst ja, eines meiner großen Ziele in Pokémon Go, gesamt seit eigentlich Anfang des Spiels, ist es, jedes Pokémon einmal auf Max zu pushen. Am besten natürlich 100%, aber ansonsten halt so gut wie möglich. Und wir sind nicht mehr allzu weit entfernt davon. Es fehlen, glaube ich, noch so 4-5 Pokémon von Gen 1, wirklich 10 oder so, also echt nicht mehr viele von Gen 2, Gen 3 auch nur noch ein paar und dann Gen 4, 5, ja, schauen wir mal nächstes Jahr. Heute pushen wir neue Sachen, nichts von Gen 1, denn von Gen 1 fehlen nur noch Sachen, wo ich darauf warte, dass die Shiny rauskommen und dann ein Event raus wird und dann passend zum Event maxen wir die dann, zum Beispiel Vulpix, Voltoball, Ditto und Mauzi. Aber ich habe ja letztens ein gutes Darker bekommen. 98%. Attack 15, Hammer, werden wir auf jeden Fall maxen. Auch wenn wir noch einen guten besseren oder guten bekommen, der wird dann auch noch gemaxt, weil Darker ist halt krass. Den habe ich übrigens gefangen während der Raid-Stunde. Checkt das Video von der Raid-Stunde ab. War eine gute Tour. Bisschen leidend natürlich, weil dadurch, dass er immer zur Seite geht beim Fangen, dauert das Fangen ein wenig länger. Und dadurch, dass er auf Tier 6 erhöht wurde und schwieriger zu machen ist, dauert der Kampf auch ein bisschen länger. Und gesamt haben wir dann während der Raid-Stunde ein bisschen weniger gemacht als sonst. Ich glaube nur 10 oder so oder 11, maximal 11. Anstatt unserer üblichen 13, 14, 15. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr A, schon gutes Tag gehabt und B, was ihr heute gemaxt habt. Oder gepusht, falls ihr noch nicht maxen könnt, weil ihr noch ein zu niedriges Level habt. Für euer Level gemaxt, sozusagen. Legendär fehlen mir nur noch zwei, die ich noch nicht gemaxt habe. Das sind zwei der Regis, ich glaube Regi Eis und Regi Rock. Und jetzt am Wochenende ist natürlich das Regi-Event. Alle Regis... The fuck? Ich bin eine Fliege. Alle Regis shiny am Start, aber nur das Wochenende. Das heißt, wird schwierig, die zu bekommen. Werden sehr begehrt sein. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu raiden, natürlich. Schauen wir mal. Und dann natürlich noch das Ticket-Event mit Regi-Gigas. Dafür muss man ja auch jeweils einen von den Regis im Raid besiegt haben, gezwungen haben, gemacht haben. Bin ich auch gespannt, wie das so wird. Aber zu dem Ticket haben wir eh schon genug gesagt. Viele feiern es nicht. Kann man verstehen. So ungefähr die Hälfte, würde ich mal sagen. 50-50. Die, die es gekauft haben, die es nicht gekauft haben. So, bin gespannt, wie hoch Darker kommt. Sieht momentan mittelmäßig aus. Also wahrscheinlich irgendwas mit 3,8 wahrscheinlich. Vielleicht. Nee, eher 3,7. 3,6, 3,7. Oder eher 3,7, 3,8. Schauen wir mal. Und das zweite Pokémon, das wir heute maxen, ist auch ein legendäres. Das habe ich irgendwo im Stapel noch gefunden. Also nicht im Stapel, aber in der Box. Jetzt beim Aufräumen, weil es ja momentan Halloween-Event und Bonbon-Bonus fürs Verschicken 2 Bonbons. Also doppelt so viel wie normal. Da missten die meisten aus, missten die ganzen Legendären aus und so. Und da habe ich einen Legendär noch entdeckt. Den hätte ich eigentlich schon lange maxen sollen. Ich habe zwar schon einen gemaxt von der Sorte oder von ihm, aber ein zweiter kann ich schaden und der ist halt lucky. So, wie hoch kommst du da, Kai? Wie hoch kommst du? Gar nicht mal so hoch. Aber ist ja auch relativ egal, weil WP ist egal. Da ist die Fliege. 3,7 irgendwas. Einer geht noch, oder? Ne, das war's. 3,7,2,9, 98er Darkrai. Wow. Passend zum Finsternis, Halloween, was weiß ich, Thema haben wir noch. Oh, wie heißt der? Genau. Giratina
Ich habe schon einen gemaxt. Notgedrungen hatte ich damals irgendwie auf Krampf noch einen 96er bekommen. Attack aber nur 14. Obwohl er gut ist, haben ihn voll wenige gemacht, voll unterschätzt. Und irgendwie danach kam erst die Erleuchtung bei den meisten, dass er echt gut ist. Und ja, irgendwann danach habe ich noch einen Lucky bekommen. 96er. Attack 15. Und dadurch, dass er halt so gut ist, bester Geistangreifer, maxen wir den halt auch noch. Wieso nicht? Passend zum Halloween-Event, kann ich noch gebrauchen zum Kämpfen und ist lucky, also billig. Können wir auf jeden Fall noch unterbringen. Viele dachten ja, dass der jetzt anstatt Dackel kommt fürs Halloween-Event, in Shiny möglicherweise, aber hat uns Atlantic ein wenig überrascht mit Dackel. Also mal schauen, wann der kommt. Vielleicht erst nächstes Jahr, Halloween. Das wäre dann echt verrückt. Aber dann erst recht den hier maximal, wenn es dann noch so lange dauert, bis der nochmal wiederkommt. Dann bin ich auf jeden Fall erstmal zufrieden mit diesem 96er. Und jetzt dann für morgen oder für heute, für euch heute. Mewtwo X-Rates ist zwar nicht mehr lange in den X-Rates, aber dafür kann man ja auch noch die Geistangreifer verwenden. Ich bin übrigens heute auf einer sehr großen, verrückten Tour unterwegs. Mewtwo X-Rate Tour. Könnt gerne vorbeischauen auf Instagram und mir da folgen. Also den Tag über folgen. Also allgemein folgen natürlich, aber auch einfach nur den Tag verfolgen. Video seht ihr dann am Dienstag natürlich. So, wir sind unter die 6 Millionen gefallen. Nach Ewigkeiten. Das, ja. Aber noch können wir eine Menge pushen. Das reicht auf jeden Fall noch für dieses Jahr. Easy. Ich denke vielleicht am Ende des Jahres noch so ein Knaller, wo ich nochmal wieder alles raushaue, was ich da über habe. Für ein großes Maxed Monday Special. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann müssen wir irgendwie 2020 komplett neu anfangen. Und ihr könnt euch jetzt schon denken, das dritte Pokémon ist auch in dem Unlicht-Halloween-Grusel-Thema. Da fehlt halt nicht mehr viel. Klar, von den neuen Geistern könnte ich jetzt irgendwas maxen. Aber da warte ich auf nächste Woche. Wobei nächste Woche maxe ich wahrscheinlich irgendwas von dem Regen-Event. Deswegen ist komisch, mal schauen. Ja, nächsten Montag könnte ich dann wahrscheinlich Panzergon maxen und die restlichen zwei Regis, wenn ich die hoffentlich in besser bekomme. Das wäre natürlich perfekt. Das wären dann aber auch schon wieder die drei. Und von den Geistsachen habe ich zwar Sachen, die potenziell gemaxt werden könnten, aber muss nicht unbedingt sein, weil natürlich kann ich mich noch verbessern. Ich habe zum Beispiel nur 98er Driftlon. Nicht Lucky, also Verbesserung wäre mindestens 98er Lucky. So würde ich mir zumindest den Staub sparen, wenn ich schon kein 100er maxe. Lichtl habe ich einen 98er nicht Lucky, aber Attack auch nur 14. Und ein Lucky Lichtl Attack 15, aber 96. Das könnte ich mir überlegen. Und noch irgendwas von den neuen. Ah ja, Makaba Jar. Ja, ist schon richtig gehört, Makaba Jar. Auch ein 98er aus dem Ei. Nicht Lucky, offensichtlich, wenn es aus dem Ei ist. Aber wir haben hier erstmal ein Giratina 96. 3, 6, 6, 8. Dann das letzte Pokémon. Wie gesagt, passend zum Thema. Auch wenn er nicht Unlicht oder Geist ist, sondern Gift. Aber passt schon zu Halloween, denke ich mal. X-Bad, der ist schon sehr, sehr alt. Level 30, glaube ich, 28.03.2017. Alter, der ist fast 3 Jahre alt. 2,5 Jahre. Das war an dem Abend, wo Shiny Carpador released wurde. Ich erinnere mich, wir waren auf Shiny 100er Carpador Jagd. Und der kam halt auch rein, Level 30. Haben wir mitgenommen. Deswegen auch relativ billig. Level 30 ist schon ziemlich stark. Damals gab es noch kein Wetterboost, also Level 30 war das höchste. Es ging nicht bis Level 35. Und wie gesagt, von Gen 2 fehlt auch nicht mehr viel. Also Gen 2 arbeiten wir jetzt dann auch mal langsam ab. Sollte dieses Jahr eigentlich fertig werden, Gen 1 und Gen 2. Theoretisch, also muss man überlegen, wie ich das mit Gen 1 mache, ob ich da warte
bis halt die entsprechenden Sachen shiny und als Event rauskommen oder ob ich die dann jetzt einfach so mache. So, gleich haben wir es auch schon. Okay. Und natürlich haben wir auch noch eine Box am Start. Die checken wir auch noch gleich ab zum Schluss. Eigentlich bei jedem Max Monday eine Box am Start. Let's a push! 100er Max X-Bar 2646. Ja, das war's von dieser Woche mit dem Maxen. So, da haben wir das gute Stück von Woodbox. Grüße gehen raus. Alle Infos unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine kleine Box, eine kleine Überraschung für mich. Schauen wir doch mal, was könnte das Thema von diesem Monat sein? Offensichtlich, weil es Halloween und so ist, Oktober, immer irgendwas mit Grusel und sowas. Sehe ich auch direkt hier Freddy Krueger, Q-Fig-Figur. Ab 17 plus, interessant. A Nightmare on Elm Street. Alter, wie alt der schon ist, man. Ein Pin für meine Pinsammlung. Der sagt mir aber leider nichts. Den geilsten Pin habe ich eh immer noch hier liegen. Tokyo Ghoul. Das war vom September, selbe Box. Ein Shirt ist wie immer am Start. Aliens vs. Predator, würde ich mal sagen. Hatte mich zuerst an Freezer erinnert. Sehr interessant. Wie ist das denn bitte verpackt? Es hat einen Messbecher. Okay, Breaking Bad. Messbecher. Nice, nice. Und das hat damit gar nichts zu tun, oder was? Das war nur so. Oh, eine Kerze. Joker, the Clown Prince, Crime, Prince of Crime. Kerze. Okay. Mit Duft. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Doppelshirt am Start. Avengers! Yo, das war's. Sehr nice, vielen Dank. Grüße gehen raus an Woodbox, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Das war's von Max und Mandy, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr dieses Mal gemacht habt. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.